Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Luvia Color Glam Eyeshadow Palette Criminal Shades Volume 1 testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, ist die Videoqualität ein bisschen anders. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera gegönnt. Yay! Und die wirst du in meinem nächsten Amazon-Haul dann auch sehen. Da teste ich jetzt ein bisschen. Also wenn das noch nicht ganz so optimal läuft, dann verzeih es mir bitte. Aber ich probiere mich jetzt noch so ein bisschen aus. Ja, also die Base habe ich drauf, ich habe Foundation drauf, ich habe Concealer, ich habe das Ganze abgepudert und jetzt möchte ich gerne den Lidschatten auftragen und ja, ich versuch's mal, ich hole dich mal ein bisschen näher ran. Hi. Ja, wir probieren uns jetzt hier mal ein bisschen aus. Also, die Luvia Palette ausgepackt sieht tatsächlich so aus und ist jetzt aus ihrer riesengroßen Umverpackung befreit, die tatsächlich noch viel größer ist. Also es ist der Wahnsinn, wie viel Umverpackung man letztendlich hat. Ne? Es ist wirklich heftig. Und ja, also das ist eine sehr, sehr bunte Palette und ich bin wirklich gespannt, wie die sich auf dem Auge machen werden. Genau, so sieht die Palette aus. Die ist extrem, extrem bunt. Aber ich finde es ganz cool. Ich denke, dass ich heute mehr mich im lila Bereich aufhalten werde. Vielleicht ein bisschen ins Türkise auch noch mit rein hüpfen werde. Aber wir gucken mal. So, zuallererst möchte ich meine Base entsprechend vorbereiten. Ich habe Concealer auf dem Auge drauf, habe das Ganze auch abgepudert. Und jetzt möchte ich einfach hier mit dem allerhellsten Ton noch einmal drüber gehen. Und ja, nochmal eine Grundierung geben. Das ja, gebe ich mir wirklich komplett auf. Mit so einem abgeschrägten Pinsel ist es einfach einer von BH Cosmetics. Meine Lieblingspinselsets, die ich so verwende, siehst du ja eigentlich immer in den Videos, aber verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Ja, also dadurch, dass die Farben an und für sich sehr, sehr gut pigmentiert sind, hast du hier einfach auch enorm viel Kickback in der Palette. Ne? Aber das finde ich nicht so schlimm. Also, das puste ich einfach weg. So, dann gebe ich mir als Base Crease mit dem gleichen Pinsel auch nach wie vor noch die zweithellste Farbe, die hier mit in der Palette ist. Ich mag das übrigens nicht so gerne, wenn das so längliche Fännchen sind. Das gefällt mir nicht so gut. Naja, dann nehme ich mir auf jeden Fall die Farbe. Ich klopfe das mal ein bisschen ab und gebe mir das hier in die Crease. Oh ja, das ist ein schöner Ton. Der ist schön. Ne? Mir gefällt's. Ich ziehe den auch immer ein bisschen höher. Dafür gucke ich dann auch wirklich gerade in meinen Spiegel rein und nehme den Pinsel und setze den auch wirklich hier oben, oberhalb meiner Falte an. Ne? Also richtig da oben drüber. Das gefällt mir. Auch wenn der Ton schimmernd ist, ich komme damit wohl klar. So sieht das ganze Werk dann aus. Jetzt gebe ich mir in die Crease immer noch mit dem gleichen Pinsel tatsächlich. So eine poppigere Farbe, ne? Das ist direkt die Farbe daneben. Das geht wohl. Und die setze ich mir jetzt etwas punktierter rein. Gefällt mir. Doch, das mag ich. Ja, das Ganze sieht sehr pinky, sehr frühlingshaft immer noch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist mir aber ehrlich gesagt immer noch ein bisschen zu hell. Deswegen nehme ich hier mal dieses etwas dunklere Lila. Das ist ein richtiges Violett, ne? Vorsichtig abklopfen. Ja, das ist ordentlich, was da abgeht. Dann setze ich mir den auch nochmal in die Crease. Also von der Pigmentierung her ist es nicht das, was ich jetzt erwartet hätte, ne? Weil du siehst die Palette und denkst dir, wow, was eine Farbrange, da muss ja ordentlich was hinterstecken. Aber wenn ich mir das so aufs Auge gebe, ich hätte mehr erwartet, aber gut. So. Auch dieses Lila, dieses Dunkle, setze ich mir wirklich hier außen
in meinen Augen Winkel. Ja, irgendwie ist mir das noch zu langweilig. Wir machen mal eine Cut Crease. Ich glaube, das kann einiges retten, oder? Dann habe ich jetzt nämlich so eine schöne Basis, wo ich jetzt weitere Farben auftragen kann, die jetzt etwas poppiger werden. Und zwar nehme ich dafür einfach hier das Gold, hier ganz an der Außenseite. Und dann nehme ich hier von Bella Pierre, habe ich hier mal in so einer Box mit drin gehabt, einen Pinsel. Der ist halt flach, aber auch ein bisschen fluffig. Dann gehe ich für außen in das Lila und gucke einfach mal, wie das so wird. Und klopfe nicht ab und presse das richtig außen an. Gefällt mir noch nicht ganz so gut. Da gehe ich in das etwas dunklere Lila. Dieses hier. Setze das da tatsächlich drüber. Ja, das ist besser. Ziehe ich das hier oben auch oberhalb der Cut Crease so ein bisschen rüber. Das sieht immer noch sehr fleckig aus, aber lasst euch nicht davon irritieren. Wir geben uns nämlich jetzt in die Innenfläche dieses mega geile Gold mit der anderen Seite von dem Pinsel, die wir nicht dreckig gemacht haben. Und das funktioniert, glaube ich, besser mit dem Finger. Oh, der ist nämlich extrem, extrem cremig. So, und ich ziehe das hier unten auch noch ein bisschen. Ich meine, da kommt gleich eh der Eyeliner drüber, aber ne? So ein bisschen sonnenaufgangsmäßig. Das mag ich leiden. Ja, und das entwickelt sich so langsam hier auch mal so eine kleine Ansammlung von Fallout. So, mit einem Blendepinsel und diesem Peach-Ton, der hier ist, verblende ich hier nach oben hin und so ein bisschen auch nach hier unten, damit es ein bisschen sauberer wird. Dann gehe ich nochmal in dieses Lila hier rein und mische das ein bisschen mit diesem Pink und gebe das nochmal hier oben rein zum Verblenden. Und softe das einfach da oben so ein bisschen noch aus, weil mir da einfach noch ein bisschen Farbe fehlt. So sieht das dann erstmal aus. So, unter meinen Augen möchte ich ein bisschen poppiger werden. Dann nehme ich hier einfach das Türkis mit so einem Point Brush und gebe mir das hier unten einfach soft drunter. Quasi als Base. Dann gebe ich mir hier von diesem Grün noch ein bisschen an den äußeren unteren Wimpernkranz, an den inneren unteren Wimpernkranz gebe ich mir das Gold. Und ich gebe mir das auch noch als Inner Corner Highlight. Irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. Noch ein bisschen aussoften. Also ich finde es sehr bunt, aber irgendwie ziemlich cool, ne? Das hat was von Sommerparty. So, jetzt mache ich mir einen Eyeliner drauf. Da habe ich hier von Physicians Formula den Eye Booster. Den finde ich ganz gut. Fokussieren. Hallo. Ja. Vielen Dank. Ja, irgendwie haben beide Eyeliner sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber das holt meistens die Mascara nochmal raus. Auch das ist die von Physicians Formula. Die werde ich jetzt auftragen. Die Wawawu-Mascara. Die riecht so schön nach Vanille. Ja, und das würde ich jetzt mal als meine Paradise Eyes beschreiben. Ich finde es irgendwie ziemlich cool. So, jetzt zoome ich euch mal eben kurz wieder raus, weil der Rest muss auch noch gemacht werden. So ihr Lieben, jetzt trage ich eben kurz noch Blush, Bronzer und Highlighter auf und dann den Lippenstift und dann sehen wir uns gleich zum Finale. Ja ihr Lieben, und das ist jetzt tatsächlich der
komplette Paradies-Vogel-Look, würde ich mal so sagen. Ja, ich finde es ganz cool. Es ist kunterbunt, es ist auch mal ganz nett, aber die Frage ist, wann trägt man sowas? Also ich würde sowas, wenn überhaupt, irgendwo auf einem Festival tragen oder irgendwo auf einer mega krassen Sommerparty. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wann ich so bunt unter Menschen gehen würde. Ich finde es schon ziemlich krass. Ja, also an und für sich eine richtig toll, richtig gut pigmentierte Palette, aber ich weiß echt nicht, wann man das tragen soll. Ne? Bin ich ehrlich? Keine Ahnung. Also ich finde es cool. Ich finde es auch sehr künstlerisch, aber es ist jetzt kein Look für den Alltag. Ja, und das war's jetzt tatsächlich schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!